Geschichte mit Martin Luther geht nun weiter. Ihr habt es vorhin schon gehört, da zieht durch die Land ein seltsamer Mönch. Der Tetzel, seht ihn hier vorne, er treibt sein Unwesen. Auf den Ablass! 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 Mein Name ist Johann Tetzel. Brüder und Schwestern, hört mir zu. Ich bin gekommen, euch von euren Sünden zu befreien, zu erlösen. Sünden, die ihr begangen habt. Ihr ahnt nicht, welche Strafe euch der himmlische Vater vorgesehen hat. Ihr werdet ins Fegefeuer kommen, schmoren und schmachten und brennen. Es wird schrecklich grauenvoll sein. Keiner kann euch mehr helfen. Doch, ihr könnt es verhindern. Ihr könnt es verhindern. Die Gnade Gottes und unseres Papstes, dem Heiligen Vater in Rom, ist unermesslich groß. Wenn ihr einen Ablassbrief bei mir kauft, so sind eure Sünden vergeben und zwar restlos. Leute, kauft, kauft, ich habe noch genug Ablassbriefe. Was kostet denn einer? Für große Sünden 3 Euro und für die kleinen 1 Euro. Also das sind die jugendlichen Kinder gedacht und die Erwachsenen. Und was auch ganz wichtig ist, kauft Leute, kauft, kauft auch für eure Verstorbenen. Denn die schmachten jetzt schon im Fegefeuer. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Auf den Ablass! Auf den Ablass! Auf den Ablass! Auf den Ablass! Ich habe aber auch einen Ablassbrief für Sünden, die ihr noch gar nicht begangen habt in der Zukunft. Nur der Papst in Rom hat mir das verboten. Ich kann das gut verstehen, denn wer weiß schon, welche Sünde man morgen begeht. Also ich denke, ihr könnt jetzt alle kaufen, nochmal 3 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder. Und für die Verstorbenen, die gibt es wahrscheinlich dann für 4 Euro. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, wenn einer kein Geld mehr hat für Brot, kein Geld mehr hat für Schnaps, weil er sein letztes Geld für Brot ausgegeben hat, das ist auch eine Sünde. So, mein Geldkasten geht jetzt rum und wer den Finger hochhebt, dem verkaufe ich sofort einen Ablassbrief und dann ist er von allen Sünden befreit. Auf den Ablass. Lass mich durch, ich muss ins nächste Dorf, da warten die schon auf mich. Du bist angeklagt. Wegen ketzerischer Veröffentlichung deiner Schrift. Willst du sie widerrufen? Ich bin kein Ketzer und kein Rebell. Ich will der Kirche nicht schaden. Dann widerrufe. Hier und jetzt. Dazu muss ich sicher sein. Vor mir selbst und vor Gott. Und die Sicherheit gibt mir nur Gott allein. Darum bitte ich,
Gebt mir Zeit, damit ich mich bedenken kann. Gut. Bedenke dich. Aus Barmherzigkeit gebe ich dir einen Tag Zeit. Morgen musst du dich entscheiden. Die Ablassbriefe, sie dienen nur dem Papst und dem Bau des Petersdoms. Es geht nur um Geldgier und Macht und die Gnade, die man sich damit erkaufen will. Das ist doch nicht, was in der Bibel steht. Nur Gottes Wort und Gottes Gnade machen uns gerecht und nicht ein bezahlter Ablassbrief. Das ist nicht recht. Vor Gott nicht und nicht vor den Menschen. So, Mensch, hast du dich entschieden? Willst du dich unterwerfen und widerrufen? Zunächst entschuldige ich mich. Ich bin nur ein Mönch, der sagt, was er denkt. Kein Gesetz dieser Welt steht über der Heiligen Schrift. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilen allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das reicht. Schweig still, Mönchlein. Belege dich mit der Reichsacht. Dein freies Geleit sei dir gewährt für 21 Tage. Und nun hinfort mit dir. Wie es weitergeht, hört ihr um 20 vor 5.